Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem kleinen Messerundgang über den Pariser Autosalon 2014. Wir beginnen in Halle 1 und dort mit dem Stand von Aston Martin. Aston Martin hat seit einiger Zeit eine eigene Individualisierungsabteilung im Werk, die nennt sich Q bei Aston Martin und die hat diesen Rapid S in matt schwarz und mit bicolorfarbenem Leder im Innenraum mitgebracht. Daneben stand der V8 Vantage N430, dabei handelt es sich um das sportlichste Modell des V8 Vantage, was für die Straße erhältlich ist. Es orientiert sich technisch wie optisch an den Rennfahrzeugen des V8 Vantage, die beim VLN-Langstreckenpokal auf der Nürburgring-Nordschleife mitfahren. Vom Vanquish gibt es ein neues Sondermodell, die Carbon Edition. Dieses Fahrzeug ist erhältlich als Coupé und Cabrio in Schwarz oder Weiß und jeweils mit sehr vielen Sichtcarbon-Applikationen am Exterieur und Interieur. Beim Coupé ist zum Beispiel das gesamte Dach in Sichtcarbon gehalten. Ganz neu ist der V12 Vantage S Roadster, der sich hier ebenfalls nach einer großflächigen Behandlung durch die Q-Abteilung zeigt. Rotes Sichtcarbon sowohl an der Karosserie als auch im Interieurbereich. Q behandelt Kundenwünsche, die über das normale Optionsprogramm von Aston Martin hinausgehen und setzt diese nach Möglichkeit um und zeigt natürlich dann auch immer wieder auf den Automessen, was so alles möglich ist, wenn man denn wirklich mal ganz spezielle Wünsche an die Q-Abteilung richtet. Speziell auf der französischen Messe in Paris ist die Marke Venturi zu betrachten. Diese Sportwagenmarke ist dem ein oder anderen Fan mit Sicherheit noch ein Begriff aus den 80er und 90er Jahren. Hier sehen wir einen MVS Venturi 260, das allererste gebaute Fahrzeug von 1984, somit heute 30 Jahre alt. Vor rund 14 Jahren ist man umgezogen nach Monaco, baut seitdem Elektrosportwagen und das hier ist das neueste Werk der Marke, das ist der Venturi America im Stil eines Beachbuggies und mit einem rund 400 PS starken Elektroantrieb unter der Haube. Bei Fiat stand der 500 im Mittelpunkt, speziell dabei Foliendesigns. Hier sehen wir den 500 Comic. Jetzt gleich schwenken wir um auf den 500 Camouflage, bei dem ein Tarnmuster auf den glänzend schwarzen Lack geklebt wurde und gelbe Außenspiegelkappen ein wenig farbliche Akzente schaffen. Dazu gab es noch den 500 Jeans zu betrachten, in mattblau mit applizierten Nähten entlang der Karosserielinien. Diese Fahrzeuge sind noch Konzeptstudien. Bereits in Serie ist der 500 Ron Arrett Edition mit dem nachgebildeten alten ersten 500er auf der Seitenlinie. Neu ebenfalls ist der 500X, ein fünfsitziger, viertüriger 500er mit höher gelegtem Chassis, Allradantrieb, quasi der kleine Einstiegs-SUV für die Marke Fiat. Nebenan bei Ferrari gab es den 458 Speciale A zu betrachten. Das ist die Spider-Version des beliebten Speciale, erkennbar an den Luftauslässen in der vorderen Haube. Karosserieseitig viele Teile übernommen vom Coupé. Im Interieur gab es neu gestaltete Sportsitze zu betrachten und das erstmals bei Ferrari verwendete blau eingefärbte Sichtcarbon, auch hier an der B-Säule hinter der Tür. Dazu gibt es neue Felgen im 5-Doppelspeichen-Design. Und das Streifendesign zieht sich jetzt auf Wunsch außen bis zu den außen liegenden Rückleuchten. Das könnte demnächst auch bei den Coupés der Fall sein. Vor 60 Jahren kam der Alfa Giulietta Sprint auf den Markt und dieses runde Jubiläum nimmt Alfa zum Anlass, um auf Basis der aktuellen Giulietta ebenfalls den Namen wieder ins Leben zu rufen. Allerdings nicht als eigenständige Karosserievariante, sondern lediglich als Ausstattungslinie. Das heißt, etwas sportlicheres Design, etwas sportlicher abgestimmt, neue Motoren unter der Haube. Das 4C Coupé hat bereits seine Fans gefunden, sowohl in der Alpha-Gemeinde als auch bei Fans leichtgewichtiger Sportwagen. Ab kommendem Jahr steht der 4C Spider bei den Händlern mit neuen Klarglas-Frontleuchten. Das Ganze hier noch als Konzeptstudie, wie es auch bereits in Genf zu sehen war. Ab kommendem Jahr, wie gesagt, bei Händler in Genf 2015 soll die Serienumsetzung zu sehen sein. Ob es eine limitierte Serie wird oder eine ganz normale Produktion, ist noch nicht klar. Maserati wird 100 Jahre alt dieses Jahr und zeigt daher auf dem Messestand in Paris einmal das komplette Modellprogramm Gran Coupé, Gran Cabrio, Ghibli und Quattroporte. Vom Ghibli wurde zudem ein exklusives Sondermodell vorangekündigt, noch als Konzeptstudie mit in Zusammenarbeit mit dem Modehaus Hermenegildo Zegna. Das kennen einige Maserati-Fans vielleicht schon von dem Sondermodell, was es auf Quattroporte-Basis 100 Mal gab. Hier sehen wir noch den Alfieri, bereits aus Genf bekannt, noch als Konzeptstudie, soll in 1,5 Jahren circa in Serie gehen. Unterhalb vom Gran Coupé als wirklich sportliches Einsteiger-Coupé angeboten werden, wobei Einstieg bei Maserati heißt 400 bis 500 PS. Nebenan bei Abarth gab es sowohl einen Blick auf den Formel-Rennwagen aus der diesjährigen Saison als auch auf den
sportlichsten Zwerg der Marke, den 695 Biposto. Zwei Schalensitze im Innenraum, Plastikfenster mit Schiebefunktion, sequenzielles Sechsganggetriebe, das Ganze wirklich mehr Richtung Rennsport als Richtung Straße. Wer lieber was für den Alltag möchte, nimmt hier den 595 Turismo. Auf derselben Basis wie der 500X, den wir vorhin schon gesehen haben, bringt Jeep den Renegade heraus, das neue Einstiegsmodell der Amerikaner. Allradantrieb, etwas höher gelegt, drei Benziner- oder drei Dieselmotoren zur Wahl und das Ganze kombinierbar mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder 9-Stufen-Automatik. Bei Nissan ist der Begriff Sport immer wieder groß geschrieben, das heißt bei Nissan dann Nismo für Nissan Motorsport, in Japan und Amerika schon längst bekannt, der GTR Nismo, der Juke Nismo RS und der im Hintergrund gleich ersichtliche 370Z Nismo sind bereits auf dem europäischen Markt angekommen, gelangen auch immer mehr ins Bewusstsein der Sportwagenfans. Diese ganze Linie soll aber weiter ausgebaut werden, daher kommt nächstes Jahr der Pulsar Nismo ins Spiel. Dieses Auto tritt dann gegen Golf GTI, Astra OPC und ähnliche Fahrzeuge an. Noch gab es keine technischen Details zu diesem Fahrzeug, man darf aber mit etwas über 200 PS und wahrscheinlich Frontantrieb rechnen. Neu ist dieses IDX-Konzept eigentlich nicht mehr, es stand bereits auf einigen Messen. Es ist ein wenig die Übertragung des Designs von Nissan aus den 60er und 70er Jahren auf die heutige Zeit. Man schwimmt damit auf der Retrowelle mit. Ob eine Serienfertigung jemals in Betracht gezogen wird, ist noch nicht so ganz klar. Es hieß mal ja, mal nein. Hier sehen wir noch das zweite Konzeptcar dazu, den IDX Nismo mit Sichtcarbon-Motorhaube, sportlich aggressiver Front. Und wenn wir gleich einen Blick auf die Seite werfen, mit Sidepipes unter den Türen und natürlich auch sehr sportlich gestaltetem Interieur mit roten Sportsitzen, Sportlenkrad. Wie gesagt, eine Serienumsetzung bislang noch nicht so richtig angedacht. Citroën ist in Frankreich natürlich absolut zu Hause. Es ist die Hype-Messe in Paris. Und keine Messe darf natürlich ohne den legendären De Chevaux, die Ente, auskommen. Und man brachte ein sehr schönes Fahrzeug aus der Werksammlung mit, die den Brückenschlag zum heutigen C1 schlägt, der hier als Urban Life Konzept mal so ein bisschen den Blick dahin wirft, wo es hingehen kann. Großes Panoramadach etwas höher gelegt. Mit dem CLIC WTCC ist man in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft sehr erfolgreich unterwegs, hat bereits den Markentitel sicher und der Fahrer José María López dürfte auch den Fahrertitel demnächst sichern. Mit dem C4 Cactus Airflow 2-Liter-Konzept zeigt man, dass man mit recht geringen Mitteln auf Basis eines Serienfahrzeugs ein 2-Liter-Fahrzeug bauen könnte. Noch ist es eine Konzeptstudie, aber 2 Liter Durchschnittsverbrauch ist ja schon ein sehr ordentlicher Wert. Neu ist bei Citroën, dass man die Marke ein wenig aufspalten wird. Es wird demnächst die Marke DS geben. Den Urvater dieser Marke sehen wir hier, die berühmt-berüchtigte Göttin, den DS21. Ein wenig den Ausblick in die Zukunft wirft das Divine DS-Konzept, was wir jetzt hier vor uns haben. Und die Modelle, die man bislang schon kennt, der DS3 und der DS5, gehen dann demnächst also als eigenständige Marke an den Start. Der neue Renault Espace zeigt sich deutlich flacher als der Vorgänger. Das wird besonders an der Fensterlinie deutlich. Dazu gibt es eine deutlich verlängerte Motorhaube, die beim Einparken vermutlich auch etwas besser zu sehen ist als bislang. Dazu natürlich Platz für 7 Personen und Gepäck. Renault zeigt zudem das EOLAB-Konzept. Dieses Fahrzeug ist ähnlich wie das eben gesehene C4 Cactus Airflow Konzept ein 2-Liter-Auto, zeigt diverse Ansätze, wie man die Aerodynamik verbessern kann, ist aber im Gegensatz zum Citroën auf keinem Serienfahrzeug aufgebaut, sondern eine reine Studie. Einige Design-Details des Fahrzeugs sollen aber am kommenden Renault Clio wiederzufinden sein. Nebenan sehen wir Peugeot. Peugeot geht nächstes Jahr zur Dakar Rallye mit dem 2008 DKR. Dieses Fahrzeug hat natürlich mit dem 2008, wie wir ihn vom Händler kennen, eigentlich nur die Lampen gemein. Daneben ist man im Motorsport auch mit dem 208 T16 und dem 208 Rallycross unterwegs und diese Fahrzeuge wiederum bilden so ein wenig die Basis für den 208 GTI, den wir hier als 30-Jahre-Edition in mattschwarz mit rot sehen. Vor 30 Jahren kam der legendäre 205 GTI zu den Händlern. Noch nicht beim Händler angekommen ist der 308R, auch damit möchte Peugeot so ein bisschen den Golf GTI ärgern. Noch gibt es keine technischen Details, allerdings soll eine Serienumsetzung kommendes Jahr tatsächlich angebracht sein. Mit dem Quarz-Konzept wirft Peugeot einen Blick in die Zukunft des SUVs. Man sieht eine sehr sportlich gestaltete Frontpartie mit rot betonten großen Lufteinlässen.
Große Räder kommen jetzt gleich ins Bild und die etwas unkonventionell öffnende Tür, die nach oben und nach vorne öffnet, um den Platz zu schaffen, damit vier Personen sich irgendwie in den Innenraum zwängen können. Das Ganze kombiniert mit einem Hybridantrieb, einem Benzinmotor, Turbo und einem Elektroantrieb zusammen 500 PS stark. Ob eine Serienumsetzung dieses Fahrzeugs tatsächlich eines Tages passieren wird, darf bezweifelt werden. Dazu zeigt Peugeot mit dem Exalt auch eine Studie im Bereich der Mittelklasse. Dieses Fahrzeug hat ungefähr die Größe des heutigen 508, zeigt sich im vorderen Bereich mit unlackiertem Edelstahl und im hinteren Bereich oberhalb der hinteren Räder in einem mattgrauen Kunststoff, der den Namen Sharkskin trägt, also Haihaut, und die Luft besonders günstig um die Karosserie leiten soll. Darunter steckt ein 340 PS starkes Hybridaggregat. Bei Dacia zeigt sich der Logi Stepway und der Dokka Stepway etwas höher gelegt als familientaugliche Fahrzeuge mit Geländegängigkeit. Zum Thema Geländegängigkeit zeigt Suzuki den neuen Vitara sehr farbenfroh. Das Fahrzeug ist ab jetzt auf Wunsch in einer Bicolor-Kombination erhältlich. Das heißt, der Kunde kann abweichend von der normalen Karosseriefarbe das Dach in Schwarz oder Weiß wählen. Ganz beliebt ist der Volvo XC90 offensichtlich. Die zweite Auflage zeigte sich in Paris als erstes eigenständig entwickeltes Auto nach der Trennung zwischen Volvo und Ford und war eigentlich immer von Menschen umgeben. Wo wir schon bei den Kölnern sind, werfen wir einen Blick auf deren Neuheiten. Der Grand C-Max und der C-Max erhalten ein Facelift mit dem neuen Ford-Markengesicht, mit dem breiten Kühlergrill im Stil von Aston Martin. Dazu neue Scheinwerfer, neue Rückleuchten und im Innenraum ein wenig modernisiert. Ebenso verhält es sich mit dem S-Max, auch der erhält das neue Markengesicht und natürlich auch im Innenraum und im Motorenbereich eine Auffrischung. Endlich am Markt wird der neue Mondeo ankommen, der bereits 2012 auf den Messen sein Debüt gab. Hier sehen wir die luxuriöseste Variante, den Vignale, mit Diamantsteppung im Leder im Innenraum, dazu Chromapplikationen und natürlich vorne auch das berühmte Markengesicht mit dem neuen Grill. Der Edge ist Fords Angriff auf den Bereich der Premium-SUVs, wird so ein wenig gegen Audi Q5 und Volvo XC60 antreten und ist auch demnächst am Markt erhältlich. Der Ford Focus erhält ebenfalls das neue Markengesicht und natürlich muss das dann auch umgesetzt werden auf die Sportvariante, den Focus ST, der jetzt neben der 250 PS Benziner-Variante auch in einer 225 PS Diesel-Variante erhältlich ist und weiterhin in der Karosserieform als Fünftürer oder als hier gesehener Tournier als Kombi. Das erste Mal seit seiner 50-jährigen Produktionszeit ist der Ford Mustang nun offiziell in Europa erhältlich. Das Coupé und das Cabrio, sowohl mit 5 Liter großem V8 als auch mit einem Vierzylinder-Turbomotor, der dann entsprechend die Verbrauchs- und Emissionswerte nach unten setzt. Man darf abwarten, welcher der beiden Motoren in Europa dann eher gewählt wird, um den Mustang befeuern zu dürfen. Am Stand der Motorsportbehörde FIA waren sowohl ein Elektrorennfahrzeug aus dem Jahr 1899 zu sehen, als auch ein aktuelles Fahrzeug aus der Formel E. Diese elektrische Rennserie hat vor kurzem in China ihr Debüt gegeben und ist ab jetzt dann unterwegs. In Halle 2 standen viele Zulieferer und nur relativ wenig Autos, daher hier nur ein kleiner Blick auf zwei Le Mans-Teilnehmer des diesjährigen Rennens, der Porsche 919 und der Aston Martin V8 Vantage GT3. In Halle 3 ging es direkt weiter dann mit Fahrzeugen aus dem aktuellen Programm bzw. aus der nahen Zukunft. Der Honda Jazz in seiner neuesten Auflage steht ab kommendem Jahr beim Händler. In derselben Farbe zeigte Honda das neue Geländecoupé, den HRV. Dieses Kürzel dürften einige Honda-Fans noch aus den 90er Jahren kennen. Und auch der CRV erfährt ein umfangreiches Facelift und steht dann ebenfalls ab kommendem Jahr beim Händler in dieser Form und bereichert den Markt der kleinen SUVs. Auch in neuer Optik präsentiert sich der Honda Civic. Wir sehen jetzt gleich hier den Honda Civic Tourer, erst seit kurzem am Markt, jetzt schon mit Facelift. Neue Frontgrafik, neue Räder in den Radhäusern, dazu eine neue Grafik der Heckleuchten. Natürlich auch bei der fünftürigen Civic Limousine, die Heckleuchten jetzt in etwas abgedunkelter Form, wahlweise mit schwarzen Felgen. Die Tagfahr-LED-Leuchten laufen jetzt einmal außen um die Scheinwerfer herum. Mit dem RA271 von 1964 wirft Honda einen Blick zurück in die erfolgreiche Motorsportgeschichte des Hauses und zeigt gleichzeitig auf, ab kommendem Jahr ist man als Motorenpartner von McLaren wieder in der Formel 1.
Dazu betätigt man sich in der WTCC mit dem Civic. Die Grafik und Optik dieses Fahrzeugs wird ein wenig übertragen auf die Straße mit dem neuen Civic Type R, der hier noch als Concept Car zu sehen ist, aber kommendes Jahr dann auf der Straße unterwegs sein wird, und man möchte mit diesem Fahrzeug dann auch ein wenig in den Kampf um die schnellste Rundenzeit für Vorderrad angetriebene Autos auf der Nürburgring-Nordschleife angreifen. Eine absolute Spezialität des französischen Automarks sind Kleinwagen, und zwar nicht wie bei uns bekannt, so in Größe von einem VW Lupo oder so, sondern noch weit darunter, Platz für zwei Personen. Das Ganze kombiniert meistens mit einem begrenzten Motor, der dann so ungefähr bei 100 km/h Schicht setzt. Das Ganze gibt es von der eben gesehenen Marke Aixam Mega oder hier von Ligier. Ligier ist in unseren Breitengraden dann doch eher dafür bekannt, dass man bis in die 90er hinein in der Formel 1 unterwegs war. Diese Kleinwagen sind allerdings das heutige Kerngeschäftsthema von Ligier. Bei uns eher unbekannt, aber tatsächlich auch erhältlich. Und natürlich von den Proportionen her vielleicht auch etwas ungewohnt. Mitsubishi brachte den Outlander PHEVS mit. PHEV steht für Plug-in Hybrid Electric Vehicle, also ein Plug-in-Hybrid, sowohl zu laden an der Steckdose als auch während der Fahrt, und die Möglichkeit, das Auto sowohl rein elektrisch als auch in Kombination mit dem Benzinmotor zu fahren. Daneben stand der bereits von anderen Messen bekannte XR PHEV als Concept Car. Dieses Fahrzeug zeigt die neuen Designlinien von Mitsubishi auf, und so ein bisschen soll es wohl auch andeuten, in welche Richtung es gehen wird, wenn dann irgendwann der Nachfolger des Pajero auf den Markt kommen wird. Mazda zeigt den neuen MX-5, 100 Kilo leichter und sogar kleiner als die Urgeneration von 1989, ein richtiger kleiner Sportwagen. Bei Hyundai stand der neue i20, das ist ein Fahrzeug in der Polo-Klasse, und auf Basis dieses Fahrzeugs wird es in absehbarer Zeit auch eine neue Rallye-Version geben, denn der noch aktuelle i20 ist ja durchaus erfolgreich unterwegs in der WRC und hat die Rallye Deutschland dieses Jahr gewinnen können. Bei Kia steht der Sorento in einer überarbeiteten Variante. Dieser siebensitzige SUV ist bei Kia so ein bisschen das Auto, was sich verkauft wie geschnitten Brot. Der Wagen erhielt jetzt ein optisches Rundumpaket, neue Heckleuchten, neue Frontpartie und zeigt damit auch so ein bisschen das neue Kia-Markengesicht, was an kommenden Modellen der Marke zu finden sein wird. Als einziger Tuner der Messe zeigt sich Nimrod Performance. Nimrod stammt aus Ungarn. Der Wagen, den wir hier sehen, ist der Avanti Rosso auf Basis des Aventador, getuned auf 740 PS, umfangreiche Karosseriearbeiten, im Interieurbereich auch ein wenig was getan mit gesteppten Leder auf den Sitzen. Das Ganze eben ab jetzt erhältlich. Daneben brachte Nimrod auch den Zero mit. Der Zero basiert auf dem Ferrari 458 Italia und ist nochmal deutlicher umgebaut worden. Die Karosserie, speziell im hinteren Bereich, ist komplett neu. Das Fahrzeug wird zusammen mit Hennessy aus den USA mit einem V-Turbo-Kit ausgerüstet und leistet dann weit über 900 PS. Allerdings ist die Optik natürlich nicht jedermanns Geschmack. Dasselbe trifft zu für Art Cars wie dieses Fahrzeug hier auf Porsche 911 Basis. Diese Kunstwerke auf Rädern sind eher selten zu sehen. Man kennt es normalerweise auch eher von den Art Cars, die man von BMW kennt, die da sehr berühmt geworden sind. Dieses Fahrzeug war halt hier auf der Messe zu sehen. Ebenso in Halle 3, ganz in einer Ecke versteckt, fand sich ein Ferrari LaFerrari. Ferrari selbst hat keinen dieser Supersportwagen mitgebracht, von daher waren wir froh, immerhin einen sehen zu können, auch wenn die Gestaltung des Messestandes ein wenig eingeengt war. Die Marke Peugeot ist in Deutschland eher unbekannt, ist allerdings seit mittlerweile fast 15 Jahren am Markt, baut Fahrzeuge im Stil des Porsche 356 mit moderner Technik und sehr luxuriösem Interieurbereich. Wir sehen hier den Cévennes, blicken jetzt herüber auf das Coupé dazu, den Emera, beide Fahrzeuge angetrieben von einem 184 PS starken Turbomotor. Gewicht leer rund eine Tonne, dazu wie gesagt das Interieur mit Leder und Alcantara im Wunsch des Kunden bezogen. Farbliche Gestaltung außen ebenfalls nach dem Wunsch des Kunden. Neu für die Messe präsentiert ist der Cévennes C mit einem fest verschraubten Hardtop-Dach und das Ganze dann mit einem Glasdach oben über den Köpfen der Passagiere, damit genug Luft und Licht ins Cockpit kommt. Diese Fahrzeuge, wie gesagt, auch in Deutschland erhältlich, aber eher unbekannt. Und als Studie wurde noch der Coastline präsentiert. Dieses Fahrzeug mit seinem rudimentären Dach bietet natürlich nur wenig Schutz vor der Witterung und dürfte, wenn es denn in Serie gehen sollte, wohl eher in der Gegend um Saint-Tropez und Monaco zu betrachten sein, eher weniger auf deutschen Straßen. Dafür aber auch hier im
Innenraumbereich sehr edel verarbeitet und farblich natürlich sehr abgestimmt. Halle 4 zeigt sich dann im Zeichen des Volkswagen-Konzerns und einiger weniger weiterer. Wir fangen an mit Lamborghini, die den Huracan, den Aventador Roadster und das neue Concept Car, den Asterion LPI 910-4 mitgebracht haben. Der Wagen kombiniert den V10 des Huracan mit drei Elektromotoren, bringt es so auf 910 PS, permanenten Allradantrieb. Allerdings bleibt das ganze Fahrzeug eine reine Studie, es wird keine Serienumsetzung geben. Man zeigt damit so ein bisschen auf, was technisch möglich ist in Sachen Antrieb, was technisch möglich ist in Sachen Carbonverarbeitung und zeigt natürlich auch einige liebevolle Details wie diese beleuchtete Trikolore hier an der Seitentür auf. Bei Porsche stand der facegeliftete Cayenne auch als SE-Hybrid, also als Plug-in-Hybrid, und dieses Fahrzeug steht demnächst beim Händler. Dazu gab es einen Blick auf den 919 Hybrid. Dieses Fahrzeug hat ja, wie gesagt, an dem diesjährigen Le Mans-Rennen teilgenommen. Man hatte dieses Jahr noch ein wenig Pech, was die Technik betraf, wird aber im kommenden Jahr wieder voll angreifen und dann mit Sicherheit auch vorne irgendwo zu finden sein. Bentley hat den Mulsanne weiterentwickelt zum Mulsanne Speed. Das heißt, es gibt etwas mehr Leistung. 537 PS sind es nun. Und diese Leistung sorgt dafür, dass die über 2 Tonnen schwere Limousine in 4,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt. Dazu absoluter Luxus im Innenraum, wie man das von Bentley gewohnt ist. Nebenan bei Toyota dann das totale Gegenteil dazu, den iRoad. Dieses dreirädrige Elektrofahrzeug bietet gerade mal 5 PS, soll ein Fahrzeug sein für die absolute Innenstadt. Momentan läuft ein Feldversuch in Grenoble in Frankreich, wo die ersten 100 Exemplare getestet werden auf ihre Alltragstauglichkeit. Dieses Fahrzeug ist also absolut Cityhopper. Dann haben wir noch einen Blick auf das Toyota CHR-Konzept, hier wiederum einen Blick in die Zukunft des SUVs, so wie sich Toyota das vorstellt. Mit dem TS040 Hybrid tritt man in Le Mans und beim WEC Langstreckenpokal an. Dieses Fahrzeug hat rund 1000 PS Nennleistung. Lexus geht in den Bereich der Premium-SUVs ebenfalls mit hinein, greift also auch den Audi Q5 oder den Volvo XC60 an mit dem NX 300h. Dieses Fahrzeug bringt gleichzeitig die neue Optik mit, die Lexus bei den Serienmodellen jetzt einführt, mit einem sehr großen Grill und den Leuchten, wo die Tagfahr-LEDs davon abgetrennt weiter unten zu finden sind. Das zeigt sich hier gleich auch beim RCF Coupé, mit dem man gegen den BMW M4 antritt. Ein 477 PS starker V8 mit 5 Litern Hubraum sorgt da mit Sicherheit für ordentlich Zucken bei den Münchnern. Seat geht ein wenig ins Gelände mit dem Leon Experience. Dieses Fahrzeug basiert auf dem Leon Kombi, ist etwas höher gelegt, hat permanenten Allradantrieb und bietet aber sonst sämtliche Vorteile, die der Leon Kombi sowieso mitbringt, also Komfortabilität, großen Kofferraum und ordentliche Motorisierung. Man sieht hier die umlaufende dunkelgraue Markierung. Das ist der Bereich, um den das Auto im Endeffekt auch höher gelegt wurde und der das optisch nochmal ein wenig unterstreicht. Gleichzeitig zeigt man in Paris, dass man vor 30 Jahren den ersten Ibiza auf den Markt gebracht hat. Man zeigt hier das allererste gebaute Exemplar in Rot und aufgrund dieses runden Geburtstages bringt man eine Sonderserie heraus, nicht in Rot, sondern in Silber, mit schwarz abgesetzten Spiegelkappen und Felgen, verdunkelten hinteren Scheiben und einer sehr umfangreichen Sonderausstattung, sowie dieser Plakette hier an der B-Säule, die das Ganze dann für die Leute von außen auch sichtbar macht. Es handelt sich hier um ein Sondermodell. In einer Ecke der Halle fand sich der Sparrow Grand Prix. Es ist eine Hommage des Schweizers an Grand Prix-Rennwagen der 1930er Jahre. Freistehende Räder, die nachahmbare Karosserieform, die damals in den Rennen zu finden war. Das Ganze aber sehr auf modern gemacht, hier mit Rückfahrkameras anstelle von Außenspiegeln, mit dem sehr kleinen Lenkrad. Wir kommen wieder in der Moderne an und sind bei Skoda. Die bringen den neuen Fabia auf den Markt, der wahlweise in einfarbig oder mehrfarbig erhältlich ist. Mehrfarbig heißt in dem Moment, das Dach und die Windschutzscheibeneinfassung zeigen sich in anderer Farbe, wahlweise auch die Felgen farbig erhältlich und das Ganze auch direkt als Kombi, der für seine Klasse einen ordentlichen Nutzwert mitbringt mit ordentlichem Gepäckabteil. VW zeigt stolz den Polo RWRC, mit dem man in diesem Jahr erneut den Markentitel bereits sich hat sichern können in der Weltmeisterschaft der Rallye. Der Fahrertitel wird ebenfalls an einen VW-Piloten gehen, welcher wird momentan noch ausgefahren. Dazu passend den Polo als GTI mit einem neuen 1,8 Liter Turbomotor unter der Haube, 192 PS stark und demnächst beim Händler. Weltpremiere feierte der neue Passat und dabei dann eine doppelte Weltpremiere, denn dieses Fahrzeug wird es auch als GTE geben. GTE steht bei Volkswagen für sportlich abgestimmte Modelle mit einem Hybridantrieb unter der Haube.
Dieses Fahrzeug verbraucht also im offiziellen Mix nur 1,7 Liter, wahrscheinlich allerdings dann im wahren Alltag ein paar Tropfen mehr. Hier haben wir den XL Sport, eine reine Konzeptstudie momentan noch. Basis ist das 1-Liter-Auto von Volkswagen, der XL1. Das Ganze dann mit verbreiterter Karosserie, um größere Räder unterzubringen, speziell im Heckbereich. Und anstelle des Diesel- und Elektromotors für das XL1 steckt hier ein Ducati-Zweizylindermotor unter der Haube, 200 PS stark und das Ganze dann 270 km/h schnell. Eine Serienumsetzung des Wagens ist tatsächlich möglich, hat Volkswagen angekündigt. Ob das tatsächlich passieren wird, bleibt abzuwarten und der Preis ist dann natürlich auch noch eine Frage. Audi brachte den Le Mans-Sieger des diesjährigen Rennens mit, den R18 e-tron Quattro, mit dem man gegen Toyota und Porsche hat gewinnen können. Daneben steht der R8 LMX. Dieses Fahrzeug ist auf 99 Exemplare limitiert und verfügt als erster Seriensportwagen von Audi über Laserscheinwerfer. Damit wollte man eigentlich der erste Hersteller weltweit sein, aber da war BMW ein klein bisschen schneller. Neu ist ebenfalls der TT Roadster und der hier gezeigte TTS Roadster, 310 PS stark und in tollen Farben erhältlich. Es wird demnächst eine dritte Karosserievariante des Audi TT geben, der hier schon mal angekündigt wurde. Der TT Sportback könnte die dritte Karosserievariante sein, alternativ sind noch andere Möglichkeiten im Raume. In Halle 5 zeigt sich Mini mit dem neuen Fünftürer parallel zum bereits bekannten Dreitürer, hier zu sehen als Cooper S und als Cooper D. Im Interieurbereich zeigt sich das bereits bekannte große Rundinstrument in der Mittelkonsole auf Wunsch Karo-Stoff auf den Sitzen, der bessere Zugang zur Reihe 2 durch die neuen Türen. Natürlich zeigt sich auch das breite Individualisierungsspektrum, was Mini anbietet, im Innenraumbereich mit Zierblenden, Schalthebeln, Lenkrädern, Innenspiegeln, außen dann das Ganze mit Dekoransätzen auf den Außenspiegeln oder auf den Luftauslässen und natürlich nicht zu vergessen die breiten Alu-Räder, die es in verschiedensten Designs gibt. Dazu gibt es von John Cooper Works natürlich immer noch die Möglichkeit, die Fahrzeuge leistungsstark darzustellen. Hier zeigt John Cooper Works einmal das gesamte aktuelle Programm. Die Studie Superleggera entstand zusammen mit dem Designhaus Touring Superleggera aus Italien, ein absolut kompromissloser zweisitziger Roadster, angetrieben von einem Elektroantrieb. Das Fahrzeug war ursprünglich ein reines Gedankenspiel, ist aber so gut angekommen beim Publikum, dass mittlerweile über eine Kleinserie nachgedacht wird. Ob diese dann auch elektroangetrieben oder mit normalen Benzinern sein wird, ist noch nicht klar. Bei Rolls-Royce gibt es den auf 20 Exemplare limitierten Phantom Metropolitan Collection. Neben den handgezogenen Linien auf der Karosserie gibt es vor allen Dingen im Innenraum etwas zu sehen. Diese Holzarbeiten vorne am Armaturenbrett und hinten an den klappbaren Tischen zeigen Wolkenkratzerlandschaften aus Holz, die aus einzelnen Stücken von Hand zusammengesetzt werden. Und dabei sind es zum Teil bis zu 650 kleine Stücke, die passend zusammengesägt und gefeilt werden müssen. Ein Wahnsinn. Daneben der Phantom Drophead Coupé in der Waterspeed Collection erinnert an die Wasserrekorde von Malcolm Campbell, der mit Booten, die von Rolls-Royce-Motoren befeuert wurden, verschiedenste Geschwindigkeitsrekorde gefahren hat, allerdings schon weit zurück in den 20er und 30er Jahren. Diese Rekorde sind im Handschuhfach auch verewigt, damit der Fahrer weiß, warum es dieses Fahrzeug gibt. Von BMW zeigen wir hier den M4 als Cabrio und Coupé sowie den M5 in der 30-Jahre-Edition. Neu dazu ist der BMW X6, zweite Auflage dieses Geländecoupés mit 5 Türen. Demnächst beim Händler, etwas leichter, etwas stärker, wie immer. Dazu das BMW 2er Cabrio als Ablöse des 1er Cabrios, 4 Sitzplätze, Stoffverdeck, so wie man sich ein Cabrio üblicherweise wünscht. Aus Rüsselsheim kommt der neue Opel Adam S, die sportlichste Variante des kleinen Wagens, 150 PS Turbomotor unter der Haube und hier als Serienfahrzeug zu sehen, in Genf stand er noch als Studie. Opel bringt zudem ein weiträumiges Facelift für den Opel Corsa. Man sieht es bereits an der Front, neu gestaltete Schürze, neu gestaltete Leuchten. Beim Dreitürer wird die Fensterlinie ein wenig verlängert in die D-Säule hinein. Am Heck auch neu gestaltet, die großen Rückleuchten sind auf Anhieb zu erkennen. Jaguar zeigt den F-Type als Project 7. Dieses Fahrzeug erinnert mit seiner Hutze hinter dem Fahrerplatz ein wenig an den D-Type, der dieses Jahr 60 Jahre alt wird. Das Fahrzeug ist auf 250 Exemplare limitiert.
kommt demnächst zu den Händlern, wobei auch nur für diese 250 Leute, die bereits einen bestellt haben, und erinnert optisch zudem auch an das erfolgreiche Rennteam Ecurie Ecosse, was den D-Type damals in Le Mans sehr erfolgreich eingesetzt hat. Zudem bringt Jaguar den neuen XE hier als sportlichste Variante XES zu sehen, 340 PS stark, Heckantrieb und soll ein wenig antreten gegen C-Klasse A4 und 3er BMW, ist durchaus sportlich gezeichnet und demnächst beim Handel. Land Rover ersetzt den Freelander gegen den Discovery Sport, der optisch ein wenig an den Evoque erinnert, dafür aber mehr Platz bietet, bis zu 7 Personen passen ins Fahrzeug und auf Wunsch in Bicolor-Optik mit schwarz abgesetztem Dach erhältlich ist. Subaru wirft einen Blick in die Zukunft auf den kommenden Outback, hier noch im absoluten Tarnkleid zu sehen, und nebenan bei SsangYong wird ebenfalls ein Blick in die Zukunft riskiert. Der XEV ist noch ein Concept Car in zweifacher Ausfertigung auf der Messe, hier als Adventure, gleich noch als R mit rausnehmbaren Dachhälften. In Genf 2015 soll das Fahrzeug dann wahrscheinlich als endgültige Serienausfertigung zu sehen sein und die Modellpalette von SsangYong nach unten abrunden. Smart zeigt einmal alles neu, das heißt, es gibt den neuen 4.2 und den neuen 4.4. Das Fahrzeug ist so lang wie der Vorgänger, also gerade mal knapp über 3 Meter, bietet Platz für 2 Personen oder als 4.4 mit 2 zusätzlichen Türen Platz für 4 Personen und endlich auch ein vernünftiges Schaltgetriebe. Mercedes zeigt die facegeliftete B-Klasse mit neuer Schürze vorne und neuen Leuchten sowohl vorne als auch hinten, dazu den S500 als Plug-in-Hybrid. Und als Neuigkeit, die AMG-Modelle laufen ab jetzt nicht mehr unter dem Titel Mercedes-Benz, sondern als Mercedes-AMG. Hier sehen wir den C63 in der S-Variante, 510 PS stark, als Limousine hier zu sehen, wahlweise mit roten Applikationen an der Front, um ein wenig die Optik noch zu verschärfen. Das Ganze gibt es auch als T-Modell und als Nicht-S-Variante dann mit 476 PS starkem V8 Biturbo. Zudem neu bei AMG ist der GT, ebenfalls mit zwei V8 Biturbo-Versionen unter der Haube, entweder 462 oder auch 510 PS stark. Die 510 PS starke GTS-Variante sehen wir dann jetzt hier noch in Gelb mit dem feststehenden Heckflügel. So wird er als Edition One im ersten Jahr verkauft werden. Dazu gibt es Carbon-Applikationen an der Front. Den Lack kennen wir bereits vom SLS Black Series. Infiniti möchte in naher Zukunft gegen die S-Klasse und den 7er BMW angehen. Dazu brachte man die Q80 Inspiration mit. Diese Inspiration zeigt sich natürlich noch fernab jeglicher Serienfertigung mit den gegenläufig öffnenden Türen, aber bereits einigen interessanten Ideen im Interieurbereich. So sitzen Fahrer und Beifahrer auf schwarzem Leder und haben dadurch ihr komplett optisch abgegrenztes Cockpit. Und hinten die Reihe 2, in der ja normalerweise bei solchen Fahrzeugen gearbeitet wird, sitzt auf weißem gestepptem Leder. Halle 8 war eine Sonderausstellung mit dem Titel Mode und Fahrzeuge. Wir sehen hier aus den 30er Jahren einen Voisin C28 Aerosport. Voisin war eine französische Automarke, die sehr extravagante Fahrzeuge auf die Räder gestellt hat, häufig absolute Einzelstücke, nur auf Kundenwunsch. Bei diesem Fahrzeug sehr auffällig das nach hinten auffahrende Dach. Dann gab es noch zu sehen einen Talbot Lago T150 mit einer sogenannten Teardrop-Karosserie, also der Tränentropfen. Man kann es direkt erkennen, warum diese Karosserieform so genannt wurde. Heute eine sehr gesuchte Karosserievariante, sehr teuer und im Innenraum auch sehr edel ausstaffiert mit Ledersitzen und Holzlenkrad. Damit gehen wir weiter in die 60er Jahre. Da haben wir hier einen Matra 530 simultan, laut Schild aus dem Besitz von Sonia Delaunay. Der daneben stehende Rolls-Royce Silver Shadow gehörte ursprünglich Yves Saint Laurent. Und dann haben wir, wenn wir weitergehen, noch einen schönen dunkelblauen Vassel Vega HK2 und bereits im Hintergrund erkenntlich der wohl berühmteste Renault, der Renault 4, hier in der bicolorfarbenen Parisienne Edition. Wie gesagt, alles immer so ein wenig das Zusammenspiel aus damaliger Mode und heutigen Fahrzeugen, beziehungsweise auch den damaligen Fahrzeugen. Die 70er Jahre repräsentiert durch Concept Cars, den Mercedes C111, den Maserati Boomerang von Ital Design mit seinem keilförmigen Design und großen Fensterflächen und der unvergessene Alfa Romeo Carabo von Bertone, der die Flügeltüren des Lamborghini Countach ein wenig vorhernahm und
Ebenfalls aus den 70er Jahren stammen die letzten paar Fahrzeuge, die ich Ihnen noch zeigen möchte, bevor ich mich verabschiede. Das sind der Alfa Romeo Montreal, das Fiat 130 Coupé, das Lancia Gamma Coupé, ein Matra Simca Baghera Courage und ein Peugeot 304 Coupé. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.